Uhren, das weltweite Ticken. Fliegeruhren, der Pilot als Uhrenverkäufer. Russische Uhrenindustrie vor einem Neuanfang. Hochkomplizierte Uhrwerke, wer sie macht. Meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie heute aus der weltweit bedeutendsten Uhrenmesse, die jedes Jahr in Basel stattfindet. Hier wurde zu Beginn der 80er Jahre das Comeback der mechanischen Uhren eingeläutet. Diese Trendwende weg vom Billigticker aus Plastik hat so manchem Uhrenhersteller der Luxusklasse das Leben gerettet. Der Trend hält nach wie vor an, der Markt hat sich aber in einzelne Segmente aufgeteilt. Eine besonders erfolgreiche Nische sind Fliegeruhren. Mit seinem Image von Seriosität und Zuverlässigkeit wird der Pilot gleichsam zum Uhrenverkäufer. Uhren, die den Bubentraum vom Beruf des Piloten wachhalten, verkaufen sich heute äußerst erfolgreich. Kein Wunder, dass sich die führenden Uhrenmarken mit einem oder mehreren Modellen in diesem Markt tummeln. Über 35 Hersteller bieten heute sogenannte Fliegeruhren an. Die Kundschaft geht aber weit über den Kreis der Aviatica hinaus. Durch Bezüge zu Flugpionieren schaffen Longines und andere Anbieter ein Image, das dem Träger solcher Uhren einen Hauch von Fliegerabenteuer vermitteln soll. Ganz der heutigen Fliegerei als Imageträger und Marketinginstrument verschrieben, hat sich die Grenchner Firma Breitling. Ihre Uhren repräsentieren Kunstflieger genauso wie unzählige Piloten, die von Breitling ausgerüstet werden. Mit Erfolg, denn seit den späten 70er Jahren, als die Uhrenmanufaktur von der Gründerfamilie faktisch bankrott verkauft wurde, geht es unter neuen Besitzern wieder aufwärts. Die Affinität zur Aviatik hat im Hause Breitling allerdings Tradition. Modelle wie die Navy Timer waren und sind bei Piloten seit den 50er Jahren beliebte Statussymbole. Die 100 Angestellten von Breitling fertigen heute nichts mehr selber. Sie montieren Zwischenprodukte vor allem zu Chronographen mit zugelieferten mechanischen und Quarzwerken. Jüngste Entwicklung des Hauses: eine Uhr mit integriertem Notsender auf der Flugnotruffrequenz 121,5 MHz. Die elektronische Spielerei wurde vom französischen Rüstungskonzern Dassault für Breitling entwickelt. Wer eine solche Uhr kauft, verpflichtet sich, mit dem Notsignal keinen Unfug zu treiben. Angesichts der Stückzahlen von 1000 Exemplaren pro Jahr fragt man sich, ob sich das doch durchsetzen lässt. Die Entwicklung dient den Grenchnern vor allem als Argument für ihr Engagement in der professionellen Fliegerei. Dieses wiederum erfolgt immer mit Blick auf eine Kundschaft, die sich das Image der professionellen Zuverlässigkeit zulegen will. Der Grund, weshalb die Fliegerei in Zusammenhang mit Professionalität als Verkaufsargument Erfolg hat, liegt in der Qualität der Produkte, deren Technik und der Serviceleistungen. Denn die Fliegerei verlangt sehr viel Professionalität, mehr als andere Aktivitäten des Menschen, und deshalb funktioniert dieser Image-Transfer. Alle, die heute auf diesem Gebiet im Markt profitieren wollen, versuchen, diese Verbindung von höchster Professionalität und Qualität herzustellen. Bei der Betonung der Zuverlässigkeit des Produktes Fliegeruhr, sie mag Aerospace, Chronocockpit oder Navy Timer heißen, stellt sich letztlich aber doch die Frage nach der Relevanz der Funktionen für heutige Piloten und Möchtegernflieger. Es scheint tatsächlich ein wenig lächerlich, heute noch Chronographen zu tragen, wie man sie vor Jahrzehnten hergestellt hat. Dafür gibt es aber zwei Argumente. Zum einen tragen Piloten gerne unsere mechanischen Chronos wegen ihrer Robustheit und wegen der Zuverlässigkeit. Zum anderen mögen vor allem Privatpiloten unsere elektronischen Funktionen, die es ihnen erlauben, Berechnungen der Flugzeit oder der Kerosinreserven durchzuführen. Probe aufs Exempel auf dem Zürcher Flughafen. Welche Uhr benötigt denn ein MD-11-Kapitän heute wirklich? Der Pilot benötigt ganz sicher die bordeigene Uhr, dieses Instrument. Aber als Zusatzfunktion, wenn der Pilot etwas messen will, das nicht direkt mit dem Flug zu tun hat, sei es, dass er einen Nachthimmel beobachtet und etwas messen will oder einen Sonnenaufgang berechnen, vielleicht Dinge, die mehr mit Kundendienst sogar zu tun haben, dann sind solche Uhren interessant und auch faszinierend, auch für uns faszinierend. Aber die Hauptfunktion, die eine Uhr haben muss, für den Piloten, ist wie für jeden anderen Menschen.
Im Museum der International Watch Corporation in Schaffhausen finden sich erste Zeugen der Aktivitäten der Firma IWC auf dem Gebiet der Fliegerei. Seit den 30er Jahren hat das Unternehmen sowohl für die deutsche Luftwaffe wie für die britische Royal Air Force Fliegeruhren produziert. Bis vor etwa 20 Jahren hat man diese Tätigkeit als Nebengeschäft weitergeführt und war damit konsequenter als manche Konkurrenten, die die Produktion von Fliegeruhren mit dem Entstehen der neuen Cockpit-Technologien eingestellt hatten. Heute montieren die 250 IWC-Uhrmacher wieder Fliegeruhren. Man hat sich dem Zeitgeschmack angepasst, wobei man sich wie nur wenige andere Anbieter auf die eigene Vergangenheit berufen kann. Das Geschäft ist äußerst lukrativ. Jede vierte IWC-Uhr ist eine Fliegeruhr. Sie machen 17% des Gesamtumsatzes aus. Die Fliegeruhr war natürlich immer ein sehr interessantes Produkt für uns. Wir haben ja bis in die 70er Jahre noch fabriziert für Royal Air Force, zum Beispiel in Australien. Und in Sammlerkreisen war natürlich die Fliegeruhr immer eine interessante Geschichte. Wir haben uns dann entschlossen, nicht eine Replika der alten zu machen, das wäre auch unfair gegenüber den Sammlern, aber wir haben uns entschlossen, das Thema wieder aufzugreifen und unsere Tradition nach einem Unterbruch wieder weiterzuführen. Die Produktepalette reicht bei IWC von mechanischen Fliegeruhren über Automatik und Quarzchronographen bis hin zu Fliegerchronographen mit Schleppsekundenmechanismus. Angesichts der Vielzahl der Produkte und der Konkurrenten wird der Markt unüberschaubar. Vor 10 Jahren haben wir das Thema wieder aufgegriffen, da waren wir eigentlich alleine. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich in den Schaufenstern umschaue, gibt es beinahe niemand mehr, der nicht eine Uhr hat, die wenigstens wie eine Fliegeruhr ausschaut. Also wird das sicher. Die Möglichkeit besteht, dass eine gewisse Sättigung des Marktes eines Tages eintreten wird. Ich glaube zwar nicht, dass das auf uns dann zutrifft. Waldenburg, ein kleines Uhrmacherdorf, weit abgelegen von den großen Zentren der Uhrmacherkunst im Jura. Hier hat sich seit dem letzten Jahrhundert die Uhrenfirma Revue Thommen etabliert. Vor 60 Jahren hat man begonnen, hochpräzise Bordinstrumente für die militärische und zivile Luftfahrt zu bauen. Mit Nischenprodukten wie Höhenmessern, Borduhren, Fahrtenmessern und Druckmessinstrumenten haben die Waldenburger Weltruhm erlangt. Ihre Kundenliste reicht von Airbus über Boeing oder Dornier zu Saab und vielen weiteren Flugzeugproduzenten. Zwar werden mechanische Bordinstrumente zusehends von der Elektronik verdrängt, das Glascockpit moderner Jets bereitet den Waldenburgern jedoch keine großen Sorgen. Denken wir doch an einen Zustand, wo die Geräte keine Funktion mehr haben, also stromloser Zustand, dann kommen an sich unsere Geräte zum Einsatz. Also die wichtigen Anzeigen wie Höhe, wie Fahrt und auch noch der künstliche Horizont, um die genaue Fluglage des Flugzeuges jederzeit bestimmen zu können. Dank den Spezialinstrumenten für die Luftfahrt mag Revue Thommen mit seinen rund 100 Angestellten überleben können. Zur Firma gehört aber auch das Stammgeschäft mit nochmals fast 40 Mitarbeitern, die seit Jahren kriselnde Uhrenproduktion. Hier hilft nun aber der Zeitgeist mit der Fliegeruhr. Die Hersteller des Rolls-Royce unter den Flugzeuginstrumenten haben nämlich, die Konkurrenz mag das lächelnd zur Kenntnis genommen haben, nie Fliegeruhren hergestellt. Revue Thommen hat auch im Uhrensegment immer kleine Nischen besetzt, zum Beispiel mit komplizierten Weckeruhren. Nun aber wittern die Uhrmacher aus La Chaux-de-Fonds Morgenluft. Das moderne Marketing diktiert uns neue, moderne Maßnahmen, die nicht mit jenen vor 20 oder 30 Jahren verglichen werden können. Ein schönes und gutes Produkt zu einem vernünftigen Preis genügt nicht mehr. Heute braucht es zusätzlich ein ganz genaues Konzept. Man muss dem Produkt ein Image geben. Bei Revue Thommen haben wir deshalb das Umfeld der Fliegerei gewählt. Und wir glauben, das legitimerweise tun zu dürfen, produzieren wir in Waldenburg doch seit über 60 Jahren Flugzeuginstrumente.
Es mag mangelnde Marktbeobachtung und Inspiration gewesen sein, dass Revue Thommen den Markt mit den Fliegeruhren so lange brach liegen ließ. Immerhin sind die Argumente heute gegenüber den rund 35 Konkurrenten überzeugend. Zumindest bezüglich Image sind wir sicher ein ernstzunehmender Anbieter. Natürlich haben wir relativ bescheidene Stückzahlen im Vergleich zu einigen Konkurrenten, die ich hier nicht nennen möchte. Wir fertigen heute ein Nischenprodukt und damit können wir sicherlich auf dem Markt bestehen, bieten wir doch eine attraktive Alternative für den Kunden, der sich von den Produkten unserer Konkurrenten, die vielleicht bereits zu bekannt sind, abheben möchte. Das lukrative Geschäft mit dem Image des Piloten mag auch bei Revue Thommen funktionieren. Letztlich ist es aber wohl nur ein modisches Zeitphänomen, dessen Dynamik über kurz oder lang erlahmen wird. An der Basler Messe werden jedes Jahr die streng gehüteten Geheimnisse der neuesten Modelle gelüftet. Wir zeigen Ihnen im folgenden Beitrag, wie die Uhren von morgen oder gar von übermorgen aussehen könnten. Ein Wecker am Arm ist nicht neu. Wohl aber kombiniert mit Funkrufempfänger oder Pager. Dank eingebautem Telefonempfang und Radio flimmern etwa frühmorgens nach dem Wecken auch die Börsenkurse ins Bett. Und das mit Beleuchtung. Die Funkrufempfänger haben ungefähr 3 Jahre Entwicklung gebraucht, aber das ist nie ein Stillstand. Da kommen immer wieder neue Möglichkeiten dazu, neue Funktionen. Und wir haben wieder neue Generationen entwickelt, die zurzeit im Test sind und nächstens auf den Markt kommen. Sie können Meldungen empfangen, vom PC oder über eine Zentrale. Die Antenne ist ums Uhrwerk gewickelt. Die Uhr hat ihre eigene Telefonnummer und man bezahlt dafür eine monatliche Gebühr. Im Test steht auch ein Pager als Taucheruhr. Vorläufig braucht der Funkrufempfänger noch eine Batterie. Seit 4 Jahren gibt es ihn. Er verändert sich stetig und die Möglichkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft. Entwickelt und produziert wird er von ETA in Grenchen, weltweit einem der größten Uhrwerkhersteller. In 18 Fabriken werden jährlich rund 110 Millionen Uhren und Uhrwerke produziert, mechanische und elektronische, für unzählige Uhrenfirmen. Die aktuelle Forschung der ETA gilt auch dem Autoquarz, einer Uhr mit der Präzision des Quarzes, aber ohne Batterie. Seit einem Jahr ist das System auf dem Markt und wird laufend perfektioniert. Beim Tragen einer Autoquarz treiben die Armbewegungen die Schwungmasse an. Die spannt eine Feder. Die mechanische Energie wird in einem Mikrogenerator in elektrische umgewandelt und gespeichert. Von da geht die Energie zum Schaltkreis, kontrolliert durch den Quarz. Die Uhr produziert also selber ihren Strombedarf. In Zukunft ist der Autoquarz auch als Stoppuhr zu haben. Er legt, ganz praktisch, eine Energiereserve für mehrere Tage an. Ist sie fast aufgebraucht, zeigt sich dies durch den hüpfenden Sekundenzeiger. Und ein weiterer Trend für Reisende, die Weltzeituhr. Sie, der Autoquarz und der Pager sind 3 der heutigen Entwicklungstendenzen für Uhrwerke dank der Mikroelektronik. Vor 250 Jahren genau kam ein Revolutionär der Uhrenmechanik zur Welt, Abraham Louis Breguet. Er wuchs in Neuenburg auf, ging mit 18 nach Paris. Seine Kreationen bezauberten die Noblesse. Etwa eine Temperaturanzeige. Die Königin Marie Antoinette verehrte ihn. Er wurde des Königs Uhrmacher. Er verwirklichte Visionen, Amors Pfeil, er zeigt die Zeit seitlich. Ein ewiger Kalender als Taschenuhr. Mit Gangreserveanzeige, Sekunde, Datum und Mondphase. Und das vor 200 Jahren. Er wollte die Präzision der Uhren verbessern und erfand eine eigene Formgebung der Spiralfeder. Das war zur Zeit der Französischen Revolution. Er verbesserte fast alle Uhrenmechanismen und auch äußerlich gestaltete er die Uhren eigenwillig. Breguet kannte alle Elemente, die heute ein gutes mechanisches Uhrwerk kennzeichnen.
Er erfand unter anderem auch das Tourbillon und die Stoßsicherung für Kleinuhren. Er lancierte Taschenuhren in kleinen Serien, kostbare und billigere. Sein Betrieb florierte. Er beschäftigte zeitweise 100 Uhrmacher. Die ersten Ballonfahrer pilotierten mit seinen Taschenuhren. Die Marine navigierte mit seinen Bordchronometern. Einzig Armbanduhren waren noch nicht en vogue. Aber zur besseren Kontrolle neuer Zeitmesser konstruierte er ein Uhrwerk mit Sekundenschlag. Und für den russischen Zar entwickelte er eine Taschenuhr, die den Takt angab bei Militärparaden, verstellbar von 80 bis zu 150 Schritten pro Minute. Breguet starb 1823. Das Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds widmet diesem genialen Uhrmacher im Sommer 1997 eine große Ausstellung. Ebenfalls mit mechanischen Uhrwerken befasst sich heute ein junges Unternehmen in Le Locle, Renault et Papy. Eines der Glanzstücke? Ein Uhrwerk für eine Armbanduhr mit großem und kleinem Selbstschlagwerk, umschaltbar nach Belieben und mit Repetition. Von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Werk wird hier alles ausgedacht und hergestellt. Von 55 hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. On veut développer des montres de plus en plus compliquées, mais les complications perturbent la précision. Wir möchten immer kompliziertere Uhren entwickeln, aber das beeinträchtigt die Präzision. Wir müssen deshalb auch versuchen, die Präzision zu verbessern. Das gibt für uns automatisch zwei Stoßrichtungen. Einerseits die komplizierte und gleichzeitig zuverlässige Uhr und andererseits einfachere Uhren, aber mit hochentwickelter Genauigkeit. Eine Armbanduhr mit Schlagwerk hat 480 Teile. Sie alle müssen aneinander vorbeikommen. Plastikmodelle zeigen, wo es Schwierigkeiten geben könnte. Die größte Entwicklungsarbeit dient der Betriebssicherheit. Wir haben viel Forschung betrieben, damit das Werk nie kaputt geht, auch nicht bei unsachgemäßer Bedienung. Nach den Entwürfen wird ein erster Prototyp hergestellt. Im gleichen Atelier werden noch kleine Erfindungen gemacht oder Neuentdeckungen. Für die Schlagwerkuhr eine neue Klangfeder aus einem einzigen Stück Stahl. Das existierte schon, aber die Teile waren gelötet und darum der Klang nicht gut. Diesen Mangel habe ich behoben. Es werden kleine Serien produziert, 10 oder 20 Stück eines Typs. Fortlaufend wird kontrolliert. Zur Herstellung der Teile dienen modernste Maschinen. Nur die Verbindung von Hightech und Handarbeit, so das Credo bei Renault et Papy, ergebe die gewünschten Resultate. Die Teile werden anschließend mit Löchern oder Gewinden versehen, gedreht und geschliffen. Wir sind hier im Bereich der Mikros. Wir haben etwa 2000stel Millimeter Toleranz. Aber wir schaffen es mit unseren Maschinen. Jedes einzelne der 480 Werkteile wird hier mehrmals in die Hand genommen. Die kleinste Unebenheit würde die Genauigkeit beeinflussen. Und jedes noch so kleine Rad wird mittels Projektor vergrößert und mit der Zeichnung verglichen. In der Anglage- oder Dekorationsabteilung werden die Werkteile fertig bearbeitet. Hier entsteht das, was auch die Schönheit eines Uhrwerks ausmacht. Die Kanten werden gebrochen. Es wird gefeilt und poliert mit Diamanten, Stahlfeilen, Leder und Buchsholz. Wir haben noch keine guten Resultate bekommen mit Maschinen, denn viele Stücke haben einen Innenwinkel und den kann man nicht maschinell polieren. Schließlich kommen die 480 Teile in die Montage.
4 Wochen arbeitet ein Uhrmacher, bis das Werk montiert ist. Wie kann der Kunde die Qualität des Uhrwerks später erkennen? Darüber macht man sich Gedanken im Unternehmen. Gegenwärtig besitzt nur Genf einen Gütestempel, der ist aber reserviert für die Genfer Uhrmacher. Wir möchten nun etwas Ähnliches aufbauen, nämlich einen Stempel für hervorragende Qualität für die ganze Schweiz, zugänglich für alle Fabrikanten dieses Niveaus. Nur etwa 500 Uhrwerke werden hier jährlich produziert, für verschiedene Firmen, nebst Audemars Piguet, etwa auch für IWC. Diese Uhr wird im Geschäft rund 200.000 Franken kosten. Eine Kostbarkeit höchster uhrmacherischer Qualität. Format NZZ heute mit Uhren aus aller Welt, zum Beispiel aus Russland. Der Zusammenbruch der UdSSR stellte die russische Uhrenindustrie vor große Probleme. Von einem Tag auf den anderen waren die Hersteller von 70 Millionen Uhren ihrer staatlichen Abnehmer beraubt. Nur langsam kommen die in der Zwischenzeit privatisierten Betriebe nach Strukturbereinigungen wieder zum Laufen. Moskau. 5 Jahre nach dem Ende der UdSSR. Längst haben sich für eine neue, finanzkräftige Oberschicht die internationalen Luxusgüterkonzerne etabliert. Für die neureichen, neuen Russen, viele zählen sie unverhohlen zur Mafia, bieten Moskaus Ladenpassagen und Einkaufsstraßen auch Luxusuhren jeder Preisklasse an. Wer hingegen seinen Alltag nach dem Takt der Stempeluhr und im Kampf um das tägliche Auskommen bewältigen muss, kauft seine Zeitmesser auf dem Ismailowa-Markt am Moskauer Stadtrand. Hier werden Uhren aus russischer Produktion angeboten. Zifferblätter mit realsozialistischer Ästhetik werden hier genauso verramscht wie nach westlichem Vorbild neu gestaltete Uhren. Preisklasse zwischen 10 und 50 Dollar. Billiger sind nur noch die Reliquien längst vergangener Tage. Aus dieser Zeit stammt auch die erste Moskauer Uhrenfabrik, Poljot. Hier wurden 1930 im Rahmen von Stalins neuer ökonomischer Politik die ersten industriell gefertigten russischen Uhren hergestellt. Die Fabrik ist noch heute Sinnbild für die sowjetische Uhrenproduktion, die in ihrer Blütezeit rund 70 Millionen Einheiten produziert hat. Die Produktionsanlagen sehen teilweise tatsächlich wie aus diesen Tagen aus. Die heutige Situation präsentiert sich angesichts des Wandels als überaus schwierig. Но дело в том, что, насколько вы помните, во время существования Советского Союза Während der sowjetischen Zeiten hatten wir eine Planwirtschaft. Unsere Fabrik produzierte bloß Uhren und brauchte sich nicht um den Verkauf zu kümmern. Es waren staatliche Organisationen, vor allem das Handelsministerium und die Rote Armee, die die Uhren bestellt und verkauft haben. Wir mussten also die Uhren nur produzieren und ausliefern. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und des sozialistischen Lagers ging uns von einem Tag auf den anderen der Markt gänzlich verloren. Die konkreten Auswirkungen des Marktverlustes. 3000 Entlassungen, ein Produktionsrückgang von 6 Millionen auf noch knapp 1 Million Uhren. Die verbliebenen 2500 Mitarbeiter zittern, wie viele Russen, um die Auszahlung ihres Monatslohnes in der Höhe von 200 bis 250 Franken. Dennoch sind die Produkte von Poljot bei weitem die prestigeträchtigsten Uhren aus russischer Produktion. Ihre Werke sind Schweizer Kaliber nachgebaut und technisch einwandfrei. Schlechtes Material und teils schlechte Endfertigung mindern die Qualität, was letztlich auch die Vertriebschancen, insbesondere im Ausland, schmälert. Wir produzieren ganz spezielle Uhren. Die mechanischen Chronographen unserer Kollektion sind die einzigen Uhren aus russischer Produktion, die eine mechanische Stoppfunktion aufweisen. Außer einigen Schweizer Uhrmachern sind wir die einzigen weltweit, die noch solche mechanischen Chronographen anfertigen.
Die Poljot-Chronographen mit sportlichem Anstrich, deren Design die Sowjetnostalgiker anrühren soll, sind trotz bisweilen mangelhafter Endfertigung die Renner des Angebots. Elegante Uhren, die vor allem für den Export produziert werden, hinken, obwohl Abnahmeverträge beispielsweise mit dem britischen Uhrengiganten Time Products bestehen, der Gunst des Publikums hinterher. Die künftigen Ziele sind jedoch zumindest strategisch definiert. Вы знаете, мы перед собой поставили две задачи. Задача первая – это очень серьезно заниматься. Wir haben uns zwei Aufgaben gestellt. Als erstes müssen wir die Qualität unserer Produkte gründlicher kontrollieren, weil sonst alle Exportanstrengungen sinnlos sind. Zum Zweiten wollen wir unsere Kollektion erneuern, und zwar grundsätzlich. Die Uhren, die Sie heute gesehen haben, sind bereits zum größten Teil neu. 80% der Uhren, die wir heute fertigen, werden in dieser Form erst seit Mai 1996 hergestellt. Это практически то, что было сделано, начиная с мая 1996 года. Kilometer östlich von Moskau liegt Chistopol, eine Kleinstadt. Wie überall in der Provinz sind die sowjetischen Relikte noch präsent. Chistopol könnte aber dennoch das neue Zentrum der russischen Uhrenproduktion werden. Das verschlafene Nest war vor 50 Jahren für kurze Zeit bereits Mittelpunkt der russischen Uhrenindustrie, als während des Krieges Stalin die Industrieanlagen vor Hitlers Truppen in Sicherheit zu bringen suchte. Für die 1942 gegründete Uhrenfabrik Wostok schlug es mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion aber 5:05. Denn die bis dahin auf die Fertigung von Militäruhren für die Rote Armee spezialisierte Fabrik verlor sozusagen über Nacht ihren Hauptauftraggeber und Abnehmer. 8000 Arbeitsstellen und eine Jahresproduktion von annähernd 7 Millionen Uhren standen auf dem Spiel. Ein ideenreiches und engagiertes Management hat es aber verstanden, über 5000 Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Sie stellen heute 2,5 Millionen Uhren her und machen damit Wostok zum russischen Marktleader. Als die Sowjetunion zerfiel und als all die neuen Anforderungen wie Privatisierung, Aktiengesellschaft und das Bezahlen von Miete an uns gestellt wurden, haben wir beantragt, dass wir unter die Rechtsprechung von Tatarstan gestellt werden, obwohl die Republik damals noch nicht souverän war. Der Administration in Moskau blieb nichts anderes übrig, als das Gesuch positiv zu beantworten. Heute profitieren wir von dieser Entscheidung. Wir sind selbstständig, unabhängig, lösen alle unsere Probleme selbst und zahlen sogar korrekt Steuern. Ob dem so ist, darf angesichts der russischen Zahlungsmoral bezweifelt werden. Unbestritten ist indes, dass das Geschäft mit dem Image von Hammer und Sichel, von KGB und Roter Armee noch immer floriert. Zugute kommt der Wostoker Uhrenfabrik dabei die Unabhängigkeit der Tatarischen Republik von Moskau und die daraus erwachsene Aufbruchstimmung. Aber auch die Flexibilität im Produzieren von Nebenprodukten der Uhrenindustrie. Das Jahr 1996 hat gezeigt, dass der russische Uhrenmarkt stagniert und die Produktion zurückgeht. Allein bei den Armbanduhren verringerte sich die Produktion um 17%. Wir haben das mit dem Herstellen von Schiffs- und Autouhren wettgemacht. Nun versuchen wir, den Einbruch bei den Armbanduhren mit neuen Damen- und Taschenuhren sowie mit ganz neuen, teuren Prestigeuhren auszugleichen. Bezüglich Design und Technologie arbeiten wir dazu neuerdings mit schweizerischen und amerikanischen Firmen zusammen. Die neue Kollektion, die Wostok vom Image des Militäruhrenherstellers wegführen soll, verwendet zwar immer noch die alten mechanischen Werke, die Schalen sind jedoch wesentlich eleganter. Sie sind dennoch nicht selbst produziert, dazu fehlt vorderhand noch das Know-how, sondern in Hongkong eingekauft. Einen Know-how-Transfer verspricht man sich in Chistopol auch von der Zusammenarbeit mit einem deutschen Partner. Im vergangenen Jahr hat man mit VDO, dem zum Mannesmann-Konzern gehörenden Hersteller von Steuer- und Regelsystemen für die Pkw- und Lkw-Industrie, ein Joint Venture für die Montage von Tachometern und Instrumententafeln gegründet. Die noch kleine Montageabteilung mit ihren knapp 20 Mitarbeitern soll bis zur Jahrtausendwende über 200.000 Einheiten pro Jahr fertigen. Langfristig wird gar an eine Herstellung sämtlicher Komponenten gedacht.
angesichts der Krise der russischen Automobilindustrie ein gewagtes Unterfangen. Es ist sicherlich in der ganzen Welt bekannt, dass sich die Automobilindustrie in Russland und in den GUS-Staaten insgesamt derzeit in einer sehr schwierigen Situation befindet. Wir gehen jedoch davon aus, dass ein Land wie Russland ohne eine gut entwickelte Automobilindustrie nicht existieren kann, egal unter welchen Beteiligungsverhältnissen und welchen Namen. Und das war für uns der Ausgangspunkt, ein Joint Venture hier in Russland zu gründen. Solange in der russischen Uhrenindustrie die Vertriebskanäle weiterhin so undurchschaubar sind wie bei der Vermarktung auf dem Moskauer Ismailowa-Markt, solange werden die Bemühungen um eine Wiederbelebung kaum Erfolg haben. Mit Ausnahme von Poljot betreibt nämlich keine Uhrenfabrik einen Direktexport. Ein verbesserter Marktauftritt im In- und Ausland sowie die Modernisierung der Fertigung und des Sortiments sind somit die wesentlichsten Aufgaben, denen sich die Industrie stellen muss. Und da ist die Uhrenindustrie beileibe kein Sonderfall. Nur durch Innovation, wie zum Beispiel Vostok sie versucht, lässt sich das Erbe der sowjetischen Großväter und Väter für neue Prosperität nützen.